der Club der Roten Fist. Servus Leute, was geht ab? Servus! heute großes Special bei uns, ehrenwerter Besuch zu Hause bei Sepp. Digga. Mein Cousin ist da und er wird uns ein paar Flachwitze erzählen. Wir machen so eine Flachwitz-Challenge. Jawohl. Wir haben Wasser hier, haben dein ganzes Zimmer jetzt hier mit Decken und Handtüchern geschmückt, damit hier nichts, wirklich nichts nass wird. Auf jeden Fall. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir das jetzt durchhalten werden. Deswegen habe ich jetzt auch ein neues Mikrofon, deswegen dachte ich so, komm, machen wir einfach mal den Chat. Also wie ihr seht, professionell. Aufbau und heute ganz besonderes Event, die Flachwitz Challenge Balkan Edition für euch. Ja, Mann, Alter, vor allem kann er ja kein Deutsch, das ist das Ding, Digga. Umso lustiger. Ich würde sagen, fangen wir direkt an, Digga, keine Zeit verlieren. Ja, Mann. Aber ich würde sagen, eine Sekunde musst du mir noch geben, dass ich mich mal umziehe. Pussy. Pussy. Was Pussy? Jetzt Pussy. Wenn, dann mach ich das. Scheiße, sag nicht meiner Mama, dass ich das hier mache. Meine Mutter denkt, wir machen normale Sachen. So, was normale Jungs so machen eigentlich? Digga, mach es. Okay. Hoffentlich kommt deine Mutter jetzt. Sieh der Kopf, Digga, ist weg. Ach so. Ach scheiße, ich hab Wunder geschluckt. Dixie Papier. Digga, ich schluck immer sofort. Nein! Du, Paul, ich habe mal eine Frage. Hast du jetzt Tinder in der Faste Freundin? Nein, ich habe immer noch in der Gufasmate. Wir Mann, wir sind nicht so flach. Wir Kastermann zum Leck sind einen Kuchen und Hang. Kuchen und Hang. Kuchen und Hang. Was? Ja, es geht dir gar nicht um den Flachwitz, es geht einfach nur darum, wie lustig er das lesen kann. Und zum Vater. Papa, du sagst mir, ich soll eine kaufen, den Kartoffel in die Badehose stecken. Was soll er in die Badehose stecken? Warte mal auf mich, Schatz. Was? Spam mir am Glied. Schön den Fernseher erwischt. Witz und Fotzi im Bums und Bums. Was? Im Bums, was? Ich hab nur Bums verstanden. Bumsbomber. Die unbastigbaren von hinten geknallt. Ey, probiert mal auf den Topf. Der Club der Roten Fist. Der Herr Zockier. Mit uns lernt er die richtigen Deutschen, die man wissen muss. Hier der Penisring. Ich weiß, wir dich letzten Sommer gefickt. Oh fuck. Guck mal, wer da. Schluckt. Kuku Finsting. Oma, fick mich ins Komma. Puff Perle.
Das hast alles vorgestellt. Oh, Digga. Kodem genommen. Anal Moped. Was? Was? Anal Moped? Was? Ich hab fucking Anal was? Anal Moped. Anal Moped? Digga, aber was für eine Seite bist du eigentlich? Also hab ich noch nie gehört. Ich hab nicht. Was soll das sein, Digga? Digga, dreh dich um, dann Homo. Homo furs der Finsterins. Homo furs der Finsterins? Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Diese Idee kam sogar mega spontan, weil wir haben eine Grillparty geschmissen mit meinen Eltern und mit meinem Cousin. Keine Ahnung, wir haben halt einfach meinen Cousin halt versucht, so Schimpfwörter beizubringen. Keine Ahnung, wie das kam, aber am auf einmal versammelten so. Tisch einfach Wörter wie Hals, Maul und alter Fresse und dann... Die ganze Nachbarschaft hat schon so geguckt und ja, den Balkon hier runter zu uns im Garten. Ach, zu geil, ey. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, das wollten wir eigentlich schon immer mal machen. Nutzen wir das dann aus mit der Energie von seinem Cousin. Ehrlich, ey, das ist so lustig. Witziger Kerl. Also Leute, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren. Schreibt in den Kommentaren, was für Videos ihr gerne generell so sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Peace! Beim Bachelor hat's ja auch gut geklappt, aber ob die bestanden hat, weiß keiner, Digga. War die beim Bachelor? Ja, sie hat... Digga, die hat einen Bachelor geschrieben. Achso. Oh! Oh!